herzlich willkommen bei Flower Designers, kreativ mit Kathi. Das bin natürlich ich und wie angekündigt mache ich mit euch heute ein paar schöne Türkränze und Wandschmuck. Ich habe es jetzt so manchmal so einen ganz kleinen Touch Österlich mit euch geplant, aber jetzt auch noch was man vorher hängen lassen kann. Osterl ist ja doch jetzt erst Ende März. Ich habe einen Mooskranz erstmal für euch, den ich jetzt halt einfach schmücke. Das ist jetzt auch so ein bisschen so diese ganzen Moosreste, die ich jetzt nochmal zusammengebunden habe. Und habe mir gedacht, ich mache innen rein jetzt aus einer Rinde. Ich war wieder ein bisschen Rinde schälen. Ich weiß es echt nicht, was das für ein Baum ist. Der ist bei uns genau gegenüber vom Haus und der lässt die komplette Rinde fallen. Und die muss ich bloß noch so abzupfen, das ist ein bisschen wie so Papier. Und da habe ich jetzt einfach eine Nummer kleiner, die in den großen Kranz, je nach Belieben, wie es bei euch an die Tür passt, einfach dann rein passt. Und das klebe ich eben auch. Ich habe jetzt hier schon mal eine Runde festgeklebt. Die ist auch so aneinander. Ihr könnt natürlich das Ganze aus einem Material machen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt die Rinde, wenn ihr die Rinde nicht habt, dann könnt ihr jetzt gerne ja auch einfach einen Strohrömer mal mit Wolle umwickeln oder ihr nehmt normale Rinde. Vielleicht habt ihr noch irgendwas Fertiges zu Hause, wo innen reinpasst. Also da könnt ihr mal gucken. Das sind jetzt alles bloß wieder so Anregungen für euch, wie immer. Und dann könnt ihr das Ganze ja immer ein bisschen abwandeln, was ihr halt auch zur Verfügung habt daheim. Ich habe jetzt auch mal zusammengeräumt und habe jetzt ganz verschiedene Sachen noch so neben mir liegen. Ich will jetzt einen noch mit Birke machen. Habe wunderschöne lange Birke hinter mir liegen. Und dann mache ich so einen ganz großen wahrscheinlich. Also da gucke ich jetzt mal. Jetzt fangen wir erstmal mit dem an. Wie gesagt, und das klebe ich mir jetzt in dem Fall. Vielleicht gehe ich zum Schluss noch mal ein bisschen mit Draht rum, das weiß ich noch nicht. Ich versuche es aber eigentlich zu vermeiden, weil ich die so cool finde jetzt einfach. Und ich eigentlich nicht will, dass da Draht drüber kommt. Ich möchte es aber so in der Form behalten. So zum Schluss, wenn ihr da die Lücken habt, klebe ich mir jetzt einfach ein bisschen so Reste drüber. Und so zwischendurch habe ich es jetzt auch immer mal so festgehaftet. Das funktioniert auch ganz wunderbar, weil die ja so schön dünn ist. Ja, das sieht ganz gut aus bei mir. Da klebe ich jetzt noch was über meine Hafte, die sieht man. Und da auch noch. Also das ist echt mega, wie die sich da abschält. Keine Ahnung, ob der sich häutet. Ist mir so auch noch nicht bewusst aufgefallen. So. Das ist dann mein Innenkränzchen praktisch. Und den möchte ich da eben rein. Das sieht dann so aus. Den mache ich mir jetzt fest. Dazu nehme ich jetzt halt wieder einen dickeren schwarzen Draht. Dann könnt ihr das auch nämlich ein bisschen korrigieren, wenn so ein bisschen Luft dazwischen ist, wie jetzt da. Also der passt bei mir jetzt auch nicht ganz 100% rein. Wenn er bei euch hundertprozentig reinpasst, dann könnt ihr den einfach ankleben oder jetzt auch einfach nochmal mit ein bisschen Draht drumherum. So Splitstäbe gehen natürlich auch und jetzt guckt er halt bitte, dass er euch, wenn er den Draht nehmt, dann nicht in den Finger stecht oder in die Hand. Und wenn er da so drei Stück reinmacht, dann hält es. Ganz optimal. Ich habe den auch so ganz leicht nach oben, also nicht ganz reingedrückt, sondern so ganz minimal, dass das ein wenig Räumlichkeit kriegt. Und schneide mir den Draht auch immer spitzig an, dann komme ich durch den Römer
ganz gut durch. Oder auch nicht, etc. So. Dann kann ich mir jetzt da auch noch mal, das sieht man mein Draht weg, dann nehme ich jetzt nochmal von der Rinde Stück und kleb's einfach so mit rein. Dann ist der auch versteckt. Und ich glaube, ansonsten geht's. Da noch. So sieht's dann aus. Und das ist jetzt schon mal der erste Untergrund. Jetzt möchte ich noch mal einen kleinen, dünneren. Da habe ich schon mal angefangen. Das ist jetzt ein Stück Aludraht. Das habe ich abgemessen. Der ist jetzt bei mir so ganz hellgrün. Den würde ich wahrscheinlich in der Farbe so nicht verwenden. Deswegen habe ich mir da ein Stück abgeschnitten. Habe jetzt einfach mal geguckt, wie groß das sein muss, dass das eben da rumpasst. Und dann passend abgeschnitten. Ich möchte es so ungefähr so in den Zwischenraum von den zwei Grenzen. Und habe da jetzt eine Wolle. Ich habe jetzt noch mal so graubraun. Ihr könnt da gerne auch schon mal Farbe dazu nehmen. Schöne orangene oder grüne. Ich will es jetzt wieder mal so ein bisschen farbloser, Ton in Ton. Ist ja irgendwie doch noch Winter, das Wetter draußen ist wirklich eklig, richtig, richtig eklig bei uns. Es windet, es regnet, es ist kalt. Also das ist jetzt wieder so ein Wetter, boah, das finde ich ganz schlimm. Da kann es bei uns auch mal passieren, dass wir mal einen Tag drinnen bleiben. Ich habe mich jetzt heute auch schon mal eingedeckt mit ein paar Bastelsachen für die Kinder. Schon mal ein bisschen Eier bemalen oder so, keine Ahnung. Aber das ist echt eklig. Vielleicht ist bei euch da ein wenig besser. Aber wenn ihr jetzt keine Kinder habt und nicht draußen müsst, dann könnt ihr das natürlich gut nutzen zum Basteln. Ich wickel mir das jetzt einfach ein bisschen auf, weil das stört mich immer. Das habe ich jetzt am Anfang auch gemacht. Dann tut ihr euch leichter und dann geht es auch schneller mit dem Rumwickeln. Ihr kommt da auch wirklich. Die Wolle ist da ganz ergiebig. Ich habe jetzt halt ein bisschen eine dickere. Wenn ihr jetzt eine dünnere Wolle habt, dann wickelt ihr natürlich länger, je nachdem, wie ihr halt Lust habt. Und da kommt er wirklich mit so einem Stück relativ weit. Ich nehme mir die gleich doppelt und schneide mir das dann immer ab, weil dann muss ich nicht immer den ganzen Knäuel damit rumnehmen. Und dann tue ich mir halt leichter, wenn ich das wickel. Und so in der Art wird wahrscheinlich auch meine nächste Osterhasen-Idee, die mir jetzt beim Wickeln wieder eingefallen ist. Ich denke mal, viele können sich es jetzt dann schon denken, wenn ich es gesagt habe. Aber da lasse ich mir jetzt, glaube ich, noch mal ein Video Zeit. So, jetzt habe ich da den Schluss und da lasse ich mir so ein ganz kleines bisschen von der Wolle frei. Seht ihr auch gleich warum. Jetzt guckt ihr, dass er da die Dellen wieder einigermaßen rausbekommt. Und dann lege ich mir das rum. Und macht es dann eben an der Schlaufe mit Heißkleber an den anderen Draht hin und dann hält es. Deswegen müsst ihr da ein kleines Stückchen freilassen. Ansonsten nehmt ihr halt nochmal ein Stück Wolle. So passt er dann dazwischen. Wie gesagt, das fällt jetzt von der Farbe her nicht ganz so auf. Das ist reine Geschmackssache, da könnt ihr ja gucken, was bei euch passt. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen mehr Bock auf Frühling habt, dann macht ihr euch einfach eine schöne Farbe dazu. Und ich nehme jetzt einfach wieder einen Drahtrest.
Und so wird es dann wieder am äußeren Strohrömer befestigt. Und zwar auch wieder so, dass das nicht ganz am Kranz liegt. Also so möchte ich das. Mag das einfach. Es darf auch gerne ein wenig schräg sein. So. Und eben daran von der Seite, dass das da wirklich so ein bisschen Räumlichkeit bekommt. Und jetzt kommt so ein bisschen die Deko dazu. Ich halte es relativ schlicht. Ich mache mir jetzt von der Wolle, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr schon in Videos gezeigt habe, auf Instagram habe ich es schon mal mit verwendet und nehme mal von mir jetzt 3 Finger und gehe da ein paar Mal rum. Ich bin jetzt 10 Mal rum. Dann nehme ich mir oben die Spitze und dann ziehe ich ganz fest an und gehe noch mal ein paar Mal rum. Zum Schluss tupfen Heißkleber mit hin und wirklich fest. Und es darf dann auch so ein kleiner Knubbel sein, da möchte ich mir jetzt wie so eine kleine Quastel machen und die dann eben mit nach unten abhängen lassen. Da schneidet ihr unten dann die Schlaufen auf. Man kann sie auch zulassen. Ich habe sie auch schon ab und zu jetzt mal zugelassen. So. Das kennt man. Dann mache ich jetzt auch nochmal ein größeres. Dann nehme ich dann einfach mehr Finger, wenn ich es größer haben will. Nimmt man mal die ganze Hand zum Beispiel. Habe ich mir schon mal noch ein paar Sachen mit vorbereitet. Also das sind jetzt mal meine kleinen Quascheln. Da habe ich jetzt mal 4 Stück. Dann habe ich, also ich bleibe wieder so ganz in dem Holz so ein wenig, so kleine Holzringe, die bekommt ihr jetzt mittlerweile neben Bastelgeschäft in verschiedenen Größen. Da habe ich mir jetzt auch die Wolle hingemacht. Ich habe mir jetzt mal so Holzkugeln noch mit vorbereitet oder mit neben hingelegt. Ich habe hier noch so ein kleines Deko-Herz. Mal doch noch 1, 2 Federn. Und eine übrige Hyazinthe, die habe ich jetzt auch nochmal mit der passenden Wolle umwickelt und die stecke ich mir jetzt so mit in, nee, so zwischen Rinde und Muskranz. Das solltet ihr aber zum Befestigen Holzspieße nehmen, also Zahnstocher oder Schaschlikspieße, dass die Zwiebel nicht verletzt wird. Also zumindest mal kein schwarz geglühten Draht, dass das halt nicht rostet. Die habe ich jetzt auch nochmal schön getränkt. Die war jetzt nochmal im Wasser. Dann möchte ich mein Herzchen. Das hänge ich mir an den äußeren Kranz, den ich mit Wolle umwickelt habe. Und so mache ich jetzt meine Deko fest. Quasseln drahte ich mir an, da gehe ich oben einfach durch, dass die dann gerade hängen. Dann nehme ich jetzt einen Golddraht, den dünnen auf der Plastikspule. Und den nehme ich mir gleich so doppelt, dann brauche ich es nicht zweimal andrahten. Das mache ich auch wieder an dem äußeren Kranz fest. Also mein Herz hat mich jetzt doch gestört.
Das ist mir jetzt in dem Fall irgendwie, weiß ich nicht, passt jetzt nicht irgendwie mit diesem ganz krassen Weiß, obwohl jetzt da die Blümchen auch in der Farbe sind. Aber das sieht man ja dann immer erstmal, wenn man es macht. Vielleicht habt ihr auch eine schöne Holzblüte oder so. Ich lasse es jetzt dann doch ganz schlicht. Und auch, ich hoffe, ihr seht's, die Auffädelungen, die sind jetzt auch nur so ein bisschen nach unten. Also es ist ein relativ großer Kranz mit den Auffädelungen nach unten und der Hyazinthe. Den hänge ich jetzt mal hinter mich. Das ist jetzt Kranzvariante Nummer 1. Die Aufhängung habe ich jetzt auch einfach mit der Wolle gemacht. Einmal drumherum und einen Knoten rein. So. Und dann machen wir weiter mit dem Birkenkranz. Da habe ich jetzt angefangen, die Birke einfach mal so drumherum zu wickeln. Zwischenrein habe ich jetzt auch einfach nochmal so ein paar Lärchenzweige. Da hat mir jetzt meine Leonie am Wochenende nochmal eine mitgebracht. Das fand ich total süß. Die war mit dem Papa auf dem Spielplatz und hat dann an die Mama gedacht und hat mir dann zum Basteln nochmal ein paar Lärchenzweige gesammelt. Deswegen kommen die da noch mit rein. Ich liebe sie ja auch einfach. Die sind jetzt nochmal so schön bemoost. Und dann brauche ich meine lange Birke. Also ich habe jetzt dann nochmal relativ große Kränze, wie ihr seht, für euch heute vorbereitet. Ich mache natürlich nebenher auch immer mal wieder kleinere, passend zu meinen Dekos dazu. Und das Ganze könnt ihr ja auch in kleiner machen. Ich nehme mir da dann immer einen ganzen Büschel. Da drahte ich mir unten jetzt einfach mal mit dem grünen Draht. Der fällt fast gar nicht auf. Und er rostet nicht, falls er rauskommt. Aber wir haben an der Haustür kein Haken. Ich kann da nicht gut was festmachen. Vielleicht darf ich irgendwann mal einen Haken reinmachen. So, jetzt mache ich mir das fest und den Rest kann ich mir meistens immer mal so ein bisschen drumrum fädeln. Und am Anfang nehme ich da immer so größere Büschel und mache es mir dann mit dem Draht fest. Und dann zum Schluss könnt ihr auch immer mal wieder einzelne nehmen. Einzelne Äste, nicht mehr so viele und die dann so zwischen reinstecken, wo es euch dann eben auch noch fehlt. Das mache ich auch mit den Lärchenzweigen zum Schluss. Ich habe jetzt nur mal so eine kleine Handvoll mit rein, dass die auch in der Mitte ein wenig sind, dass das ein wenig so Tiefenwirkung hat. Die nächsten schaue ich jetzt mal, dass ich sie wirklich nur noch so rein stecke. Das geht auch. Wahnsinnig tolle Birke habe ich da auch. Also die ist mega lang. Versuche ich mal so komplett außenrum zu gehen und nur die Enden mal rumzuwickeln und dann nehme ich auch mal wieder einen Draht.
Mach es mir da so ein bisschen fest. Naja, und so geht es jetzt einfach nach Belieben weiter. Je nachdem, wie groß dass ihr das haben möchtet und wie viele Zweige das ihr auch habt. Und dann zum Schluss nehmt ihr immer mal nur noch einen oder zwei und guckt, dass er dann die Festigkeit noch mal hinkriegt. Also so ein bisschen durchnäht. Und dann ab und zu immer mal so ein bisschen Draht, dass dann, wenn dann auch an die Tür hängt und wenn es dann auch windet, so wie jetzt heute, dass es euch den nicht auseinander nimmt. Wenn ihr den jetzt als Tischdeko verwendet und bloß in die Mitte mal ein Glas mit Katze reinmacht oder sowas, dann könnt ihr da sogar noch mehr den Draht sparen. Aber man sieht ihn eigentlich zum Schluss nicht mehr. Da dann echt. Ich nehme mir dann da das Ende und ziehe ein wenig und schlag dann wieder so rein. Dann habe ich hier das jetzt schon mal ein wenig fest. Jetzt habe ich echt einen dicken, fetten, schönen Birkenkranz. Ganz wild. Könnt ihr jetzt, wie gesagt, für Tisch oder Tür verwenden. Jetzt kommen aber bei mir ja noch so ein bisschen als Hingucker meine Lärchenzweige mit rein. Da müsst ihr jetzt mal gucken, wie sie sich biegen lassen. Ich hatte sie jetzt auch draußen vor der Tür liegen. Also sind die da auch jetzt immer schön nass geblieben und dann lassen die sich schön biegen und die kommen da jetzt noch so mit hin. Da mache ich jetzt auch ab und zu mal wieder an Draht hin. Dass ich die jetzt gar nicht so weit unten mit reinmuschel, die möchte ich ja jetzt erzählen. So ein bisschen nach der Form schauen. Dann zum Schluss doch ein bisschen brechen, dann könnt ihr ja so ein bisschen schummeln, macht ein wenig Heißkleber drauf und steckt es euch dann so rein. Jetzt auch bei dem, wenn ihr jetzt einmal dann so einen habt, dann macht ihr euch einfach ans Ende einen Heißkleber hin und dann wird es mit reingesteckt. So, ich glaube, ich habe es dann langsam. Jetzt gucke ich mal. Oh, da habe ich noch eine Lücke. Ja, da ist auch noch ein kleiner. Besser gesagt eine Delle. So. Ist jetzt auch wieder Arbeit, die ich unendlich weiterführen könnte, aber ich höre jetzt mal auf. Und dann habt ihr jetzt einen wunderschönen, absolut kostenlosen Birkenkranz.
Türkranz, Tischkranz. Einfach nur von draußen gesammelte Äste. Das könnt ihr auch mit Korkenzieherweide machen, wenn ihr sowas im Garten habt. Aber jetzt mit der Birke, wie gesagt, wenn es jetzt weiter so windet, habt ihr vielleicht auch Glück, dass ihr irgendwo dann die Äste aufsammeln könnt. Ihr braucht nur ein bisschen Draht, ein bisschen Heißkleber und dann könnt ihr schon loslegen. Und ich werde den auch nicht ausdekorieren. Ich werde den wahrscheinlich mit euch irgendwann mal ausdekorieren, vielleicht einfach mal ein Licht rein und ein paar Federn dazu, ein paar Wachteleier oder sowas. Ich guck mal, aber jetzt so für mich und für den Moment wird der jetzt halt zwar nicht an meine Außentür, aber an meine Eingangstür zum Flur gehängt. Variante Nummer 2 für euch. Einfach Osterglocke, Moos rum. Ich mache es jetzt aus dem Topf raus. Das Glas in die Mitte von dem Birkenkranz. Und die Osterglocke rein, die wächst ja dann auch noch raus. Dann passt von der Proportion her auch ein bisschen besser. Und dann habt ihr jetzt auch was für einen Tisch. Kann man Eierschalen mit reinmachen. Könnt ihr ein bisschen, ein, zwei Federn mit reinstecken. Und dann habt ihr eine wunderbare, ganz schlichte, günstige Tischdeko, die ihr jetzt halt stehen lassen könnt, das ganze Frühjahr und das ganze, bis hin dann eben Ostern und die Pflanze in der Mitte könnt ihr auch ja wunderbar austauschen. Ihr könnt auch einfach mal einen kleinen Tulpenstrauß reinmachen. Ihr könnt eine Katze mit reinstellen. Ja, auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit mit dem Kranz. Da gibt es ja echt ein paar Varianten. Jetzt wisst ihr ja mal, wie das mit dem Birkenkranz funktioniert und könnt mal loswickeln. Ja, dann hätte ich gesagt, war es das für heute von mir auch schon mit den zwei Türkranzvorschlägen. Jetzt nochmal so zum Übergang, bis dann die Osterkränze kommen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das nächste Mal eventuell die Hasenidee oder bin gerade wieder am Workeln für was anderes, weiß aber jetzt noch nicht, ob ich das fertig kriege bis dahin. Also deswegen lasst euch überraschen, lasst mir ein Abo da, ein Like, wenn es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich riesig über eure Kommentare. Ja, dann hoffe ich, ihr habt vielleicht ein bisschen schöneres Wetter als wir. Ansonsten genießt die Tage trotzdem bis Sonntag, da sehen wir uns dann wieder. Und darauf freue ich mich. Ich sage liebe Grüße, tschüss und ciao, bis ganz bald, eure Kathi.